Lacho Divis, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Singt die Schneck. Mein Name ist Pizzeli oder auch Franz, bin 23 Jahre alt, Student der Indologie und empirischen Kulturwissenschaft. In diesem Video möchte ich ein neues Format ausprobieren, in dem ich euch eine Biografie vorstellen möchte, und zwar die von Noor Unnisa Inayat Khan, einer indischen Prinzessin, die im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde, beziehungsweise zu Tode hingerichtet wurde. Noor Unnisa bedeutet Licht der Frauen, stammt aus dem Arabischen. Religion war auch der Sufismus, eine spirituelle Form des Islams. Sie war die Tochter von Amina Begum, 1892 geboren in Amerika, und von Hasrat Inayat Khan, geboren 1882. Hasrat Inayat Khan war Sufi-Prediger, Sufi-Musiker und Sufi-Lehrer. Er widmete sein Leben auch dem Sufismus, weswegen auch Prinzessin Noor Inayat Khan sehr pazifistisch, also gegen Krieg, sehr friedliebend geprägt war. Von ihrer Einstellung, von ihrer Persönlichkeit, aber auch von ihren religiösen Überzeugungen hat sie Krieg und Mord total abgelehnt. Der Sufismus ist vor allem in Sindh eine sehr dominante Form des Islams, sehr markant, sehr prägend. Es ist auch ein Teil der muslimischen Identität in Sindh. Hasrat Inayat Khan, ihr Vater, war jedoch selbst kein Sinti. Er stammte von turkmenischen Adeligen ab, die sich in Punjab niederließen. Und seine Großmutter war eine Adelige, also die Tochter des Königs von Mysore, von Tipu Sultan. Und somit war auch Noor Inayat Khan eine Urenkelin eines tatsächlichen Königs, eines existierenden Königreichs. Und somit hat sie auch den Prinzessinnentitel gehabt, den sie aber später bekommen hat, um eben zu unterstreichen, dass diese familiäre Verbindung besteht. Sie ist nach Silvester am 1. Januar 1914 geboren in Moskau. Und aufgrund der Revolution, die es zu dieser Zeit gab, gegen das russische Zarenreich von innen, gab es dann auch die Bolschewiki, hat sich dann die Familie in London niedergelassen, beziehungsweise ist aufgrund dieser revolutionistischen Aufmärsche geflüchtet. Noor Inayat Khan selber war die älteste von vier Kindern. Nach ihr kamen weitere drei Geschwister dazu. Und sie war ein sehr nachdenkliches Kind, ein sehr sorgfältiges Kind und hatte auch eine große Hingabe für das, was sie leistete. Sie war sehr kreativ und es wurde ihr auch nachgesagt, dass sie auch sehr viel Mitgefühl hatte mit anderen. Und das lag auch zum einen daran, dass ihr Vater bei einer Indienreise verstorben ist und ihre Mutter in eine schwere Depression gefallen ist. Und deswegen hat sie schon mit 13 Jahren recht früh als Familienoberhaupt sich um die Familie kümmern müssen. Sie studierte Kinderpsychologie, aber lernte auch mehrere Instrumente spielen. Sie nahm an einer Musikausbildung teil und hat so auch nach ihrem Schulabschluss eine neue Zukunftsperspektive gefunden in der Musik, aber auch im Journalismus bzw. im Schreiben. Sie widmete ihre Arbeit vor allem den Kindern, da sie auch Kinderpsychologie studiert hatte. 1939 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. In diesem Buch hat sie über poetische, magische, zeitlose, schöne Inkarnationen des Buddhas geschrieben, also mit vielen Legenden, 20 Stück, die sie dort illustriert hat und beschrieben hat. Und das Buch war auch sehr beliebt, bei jungen und auch bei alten Menschen. Und sie hat auch angefangen, für eine Zeitung zu schreiben und wollte dann auch ihre eigene Zeitung explizit für Kinder gründen. Aber aufgrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs 1939 wurde ihrem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und 1939 hat sie dann eben eine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, da ihr oberstes Ziel immer war, den Menschen zu helfen. Sie war eben eine sehr selbstlose Frau, die auch darum bemüht war, dass es anderen Menschen gut ging. Mit dem Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen 1939 war es nicht getan. Die Nazis haben 1940 auch Frankreich angegriffen und Paris besetzt, weswegen die Familie von Noor Inayat Khan nach London flüchtete. Noor Inayat Khan war es bewusst, dass Adolf Hitler
und das faschistische Nazi-Deutschland zu dieser Zeit auch Konzentrationslager hatte und dort Menschen auf brutalster Weise ermordete und auch ansonsten der Krieg an sich gegen jegliche Menschlichkeit verstößt. Und sie wollte nicht tatenlos zusehen, sondern sie wollte auch etwas aktiv dagegen tun. Aber sie war im Zwiespalt, denn sie war ja auch Pazifistin, also gegen Krieg. Aber ihr Gerechtigkeitssinn war größer. Und deswegen hat sie sich auch zur Funkerin ausbilden lassen in England. Und sie selbst arbeitete sich so weit hoch, dass sie in die Spezialeinheit von Winston Churchill aufgenommen wurde. Diese trug den Namen Special Operations Executive. Sie trat dieser 1942 bei, eben dieser Eliteeinheit Churchills, und wurde dann mit anderen Agenten zusammen nach Frankreich geschickt, um eben zu funken, um im Informationsaustausch zwischen Frankreich und England aufrechtzuerhalten und überhaupt erst möglich zu machen. Hat zu dieser Zeit dann in Paris gewohnt, Deckname Madeleine. Der Krieg hatte immer weitere Fortschritte gemacht und es ging dann schließlich so weit hinaus, dass viele ihrer Kolleginnen alle verhaftet wurden von der Gestapo. Sie war bis zum Schluss die einzige Agentin aus England in Frankreich, die noch irgendwie Kontakte herstellen konnte, Informationen austauschen konnte. Und ihr wurde auch das Angebot gemacht, doch zurückgehen zu können nach London. Aber sie hat sich geweigert. Sie wollte diesen Krieg beenden mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatte. Doch leider wurde sie verraten von einer anderen Frau, die eifersüchtig war auf ihre Schönheit und formidables Aussehen. Gibt es zumindest Gerüchte, dass es deswegen sein könnte, hätte sollen. Und in diesem Zuge wurde sie dann von der Gestapo verhaftet. Sie wurde einen Monat lang verhört, hat jedoch nichts verraten. Und sie hatte währenddessen auch zwei Fluchtversuche, die aber alle scheiterten. Sie wurde immer wieder eingefangen von der nationalsozialistischen Gestapo-Einheit. Am 13. Oktober 1943 wurde sie dann auch in das Gefängnis in Pforzheim gebracht, wo sie in Einzelhaft gefoltert, geschlagen wurde und sehr wenig zu essen kam. Also sie hungerte auch eine große Zeit dort und war auch Misshandlungen tagtäglich ausgesetzt. Am 10. September 1944 wurde sie dann von Pforzheim nach Karlsruhe ins Gefängnis verlegt, der sogenannten Nacht- und Nebel-Aktion. Und zwei Tage später kam sie dann in das Konzentrationslager Dachau in der Nähe von München, wurde sie dorthin deportiert. Sie war auch dort wieder in Einzelhaft. Ich möchte es auch nicht allgemeinern, aber ich habe mir so überlegt, hatte sie Kontakt mit Sinti im Konzentrationslager, aber wahrscheinlich kam da überhaupt gar kein Kontakt zustande, weil eben nur ihr Inayat Khan in Einzelhaft für diese eine Nacht geschickt worden ist und am nächsten Tag zusammen mit ihren anderen Kolleginnen in Nähe des Krematoriums sich hinknien mussten und dann wurden sie mit ihren Schüssen im Genick hingerichtet, ermordet und anschließend im Krematorium verbrannt in Dachau. Und Inayat Khans letzte Worte waren Liberté, Freiheit. Ich war in Dachau 2016 mit meinen Eltern und ich habe das ja nicht gewusst zu dieser Zeit und habe darauf auch gar nicht geachtet, dass es dort auch eine Tafel gibt, die auch an nur Inayat Khan erinnert. Im Londoner Gordon Square Garden wurde auch 2013 eine Büste von ihr installiert, die an sie erinnert. 2014 wurde auch ein Film veröffentlicht, The Enemy of the Reich, The Story of Noor Inayat Khan, der eben aus ihrer Sicht die Geschehnisse widerspiegeln soll. Ich empfinde die Geschichte von der Prinzessin Noor Inayat Khan als sehr erdrückend, aber auch als sehr inspirierend, muss man sagen, da sie sehr selbstlos agiert hat. Sie hat sich für das Gute eingesetzt, sie hat sich gegen den Krieg entschieden, aber sie hat auch sich für die Menschlichkeit entschieden. Und sie hat alles das getan, was in ihrer Macht stand, um Frieden zu schaffen. Und in jedem Menschen von uns steckt diese göttliche Essenz, Frieden zu schaffen. Damit sind wir geboren. Nur bedeutet Licht im Arabischen. Dieses Licht steckt in jedem von uns. Und das müssen wir nutzen, um Liebe in der Welt zu verbreiten. Und nicht mit Hass. Denn mit Hass und Hetze kommen wir als Menschen nicht weiter. Und vor allem wieder in diesen schrecklichen Zeiten ist es doch bitter nötig, zusammenzuhalten. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr das Video? Bitte teilt eure Meinung sehr gerne unten in den Kommentaren.